Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin Mr. Katafir, ja, ein geschneites Kaninchen. Und wir haben ein bisschen Probleme, würde ich sagen, denn die neue Manchester-Leute haben sehr heftige Bedürfnisse, die wir irgendwie befriedigen müssen. Was ein bisschen mit unserer Arbeit kollidiert, was dazu führt, dass die Leute ein bisschen unzufrieden sind. Wieso ist hier ein Arbeiter eigentlich drin? Naja, mir aus. Aber dem ist ja kalt, denn pass auf, geh hier. Das ist, naja, auch nicht warm, aber wärmer. Außerdem bist du nicht allein. Wir müssen 2000 Nahrung bereitstellen für die. Und zusätzlich auch noch für uns Nahrung und ganz viel Kohle. Und da steht 2 von 3, das heißt, da wird noch was kommen. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt hier erstmal noch ein weiteres Rohstoffdepot gebaut. Das machen wir jetzt mal für Essen und für Kohle, weil wir jetzt ja doch versuchen wollen, in die Richtung zu arbeiten. Lustigerweise da oben, das wird kalt. Es wird kalt. Liebe Leute, der Winter naht. Wir bauen gleich noch 2 weitere von den Rohstoffdepots. 8000 Kohle müssen wir unterbringen. 2000 Essen. Am besten 2500, damit sie sich nicht beschweren können. Wie ist es hier? Wegen den Patienten? Warte, okay, die sind ein bisschen krank. Was ist hier das Problem? Einer fehlt, weil er krank ist. Baut! Baut! Wir brauchen die Ingenieure. Die Automatons. Industrielles Treibhaus ist erforscht. Sehr gut. Jetzt würde ich sagen, wir erforschen jetzt das Haus. Dann haben wir nämlich diese Aufgabe auch schon mal erfüllt. Und dann machen wir die... Nee, wir machen... Doch, wir machen jetzt das Haus, dann machen wir... Wir machen jetzt erstmal den Mauerbohrer. Das geht schnell. Das geht schnell. Der Mauerbohrer dürfte schnell gehen. Derweilen können wir die industriellen Treibhäuser bauen. Das geht. Dann haben wir nämlich da die Nahrung. Baust du das selbst? Baust du das selbst eigentlich oder muss ich warten, bis die meine Leute das bauen? Das wäre natürlich richtig blöd. Ein neuer Automat wurde gebaut. Sehr schön. Der kann dann hier in der Stahlwerk arbeiten. Da ist nämlich ein bisschen Mangel. Ach, die bauen selbst. Wie cool. Guckt euch das an, wie sie da bauen. Voll cool. Alter, das ist so gruselig. 5 Automatone, die da einfach langtapern, beziehungsweise irgendwo rumstehen und basteln. Oh, das ist so gruselig. Das ist alles verdammt. Mich erinnern die unglaublich doll. Ich habe vor kurzem wieder gesehen an Wild Wild West. Den Film mit Will Smith, mit dieser Roboterspinne. An das erinnert mich das hier total, mit diesen Automatonen. So, Kohle. Und es ist schon wieder Abend. Das geht schnell. Aber jetzt haben wir hier das industrielle Treibhaus. Das bedeutet zum einen, das ist besser isoliert. Und, das reicht trotzdem nicht. Das reicht nicht mit der Isolierung. Kacke. Aber die produzieren deutlich mehr Nahrung. Die produzieren hoffentlich genügend Nahrung. Das ist ja meine Hoffnung ein bisschen. Wir sind jetzt schon bei 900 Nahrung. Schauen wir mal, ob das hinhaut. So, wir könnten sogar noch einen weiteren in Auftrag geben. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Ich habe das Problem, ich mache verlängerte Schichten und dann müssen die hier bis 20 Uhr. Das bringt uns jetzt auch nichts. Doch, wir machen das auf 20 Uhr. Die müssen rund um die Uhr erstmal arbeiten. Das ist wichtig. Ja, das erhöht die Unzufriedenheit. Das ist mir klar. Aber es geht gerade nicht anders. Seid froh, dass ich nicht die Notfallschichten angemacht habe. Wir brauchen die Automatoren. Wir brauchen sie. Wir brauchen noch einen hier, damit die Sammelstelle auch betrieben wird. Oh Gott, die sind schon 5 krank. Sie werden ja alle krank. Zusatzrationen, damit sie schneller heilen. Kostet uns zwar wieder Essen. 10 Rationen, aber das ist wichtig, damit die möglichst schnell wieder gesund sind. 11 Tage. Oh Gott. Sie auch nicht ausmalen. Ey, wieso ist das denn? Wieso werden die denn krank?
Wo arbeiten die, dass sie... die könnten hier arbeiten, ne? Dass ihnen krank wird. Dass ihnen krank wird? Was? Dass sie krank werden. Weil da ist es richtig frostig. Im Speisehaus. Wie viel Nahrung produziert ihr? 4,5 die Stunde. Das hätte ich viel früher machen müssen. Das auf Suppe umsteigen. Wir haben ein Gasthaus, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, die schlechte Laune wegen den Suppen wird kompensiert und wir kriegen mehr Essen raus. Das hätte ich viel früher machen sollen. Wir haben da ganz viel Zeit verschwendet. Wir haben ganz, ganz viel Zeit verschwendet. So, Mauerbohrer ist erforscht. Jetzt kommt das Haus. Derweil bauen wir den Mauerbohrer. Da. Was denn? Haben wir nur einen Platz für einen Mauerbohrer? Wir haben nur einen Mauerbohrerplatz? Oha. Ein Grund mehr, dass wir ihn brauchen. Denn... ja, das dachte ich mir, dass uns bald das Holz ausgeht. Ich meine, hier sind jetzt noch 800, aber ist nicht so viel, wie man denken möge. Vor allem, weil wir doch arg viel verbrauchen für den Bau von Automatonen und auch für die Forschung. Und ich habe das Gefühl, dass wir Leute abziehen müssen können. Warte mal, ganz kurz. Ich habe gerade eh nichts zu tun, dann packe ich mal hier 5 hin. Dass wir rund um die Uhr in der Produktion von Essen sind. Und vielleicht doch wirklich dann hier erstmal, weil wir haben ja noch ein Automaton übrig. Ist das da unten fertig? Könnten wir nämlich den... müsste ich dann doch mal wieder austauschen, warte. Weil hier ist gerade eh nichts los in dem Gebäude. Wir haben nicht die Rohstoffe für einen weiteren Automaton. Sehr gut. Die Häuser sind erforscht. So, jetzt ist einmal die Option, wir könnten die Treibhauswärmedämmung machen. Wäre natürlich ganz wichtig, aber ich glaube, viel wichtiger wäre die Stufe 4... Hier, dann können wir nämlich die Generatoreffizienz erforschen. Hier die Eingliederung verbessern. Wir machen das. Wir machen es nicht. Wir haben kein Holz. Dann machen wir das. Das kostet uns nur Stahl. Und wir können jetzt Häuser bauen. Das ist bestimmt auch ganz gut für die Moral. Kostet uns ein bisschen Holz, ein bisschen Stahl. Ist erstmal jetzt ein bisschen schlecht für die Moral, weil sie keine Wohnung mehr haben. Aber das geht schon. Das geht schon. Jetzt ist das da können wir jetzt den Automaton hinsetzen. Und der produziert jetzt rund um die Uhr 100.000 Holz, das dürfte erstmal reichen. Der produziert 10 die Stunde. 11 die Stunde und der 12 die Stunde. Okay, ist jetzt nicht so viel mehr, aber immerhin konstant. Es ist konstant Holz. Die müssen wir ja anfangen zu bauen. Sehr gut, jetzt bauen sie. Warte mal, dann können wir schnell noch die anderen Häuser auch noch upgraden. Dann haben wir nämlich auch diese Aufgabe hier oben für auf den Sturm vorbereiten erfüllt. Dann ist es nur noch das Essen und die Kohle. Nur noch. Eieieiei, 4 Tage. 4 Tage. Die Unzufriedenheit sinkt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich überlege, ob ich die auch runter... ich mache die auch.
Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden damit. Das ist mir egal. Wir müssen arbeiten. Leute, wir haben... Wir können die Manchesterianer nicht sterben lassen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Überstunden kosten ja auch keine... Oder sind ja kein Risiko wegen krank werden oder irgendwie wegen Verletzung oder so. Dementsprechend... können wir da gut und gerne die Arbeitskräfte reinstecken. Natürlich ist schon wieder... Natürlich sind sie sofort wieder krank. Oh. Meine Güte. 13 Automaton haben wir schon. Müssen mal gucken, ob wir vielleicht noch ein weiteres Dampfsägewerk erstellen hier drüben. Um vorzusorgen, wenn der da alles weggefräst hat. Das wird ja auch bald kommen, dass der da alles wegfräst. Und jetzt wird schon geforscht, gleich von Anfang an. Ich hoffe mal, dass sie... Wir könnten noch eine weitere Kampfarena vielleicht bauen, oder? Dann ist die Zufriedenheit ein bisschen... Wer ist denn hier nicht... Wir wohnen hier nicht in einer Kampfarena-Ecke. Ihr. Dann ist die Zufriedenheitsfrage ein bisschen besser geklärt, wenn alle in der Nähe einer Kampfarena wohnen. Und nicht nur 36. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht sogar mal in die Richtung gucken müssten, ein zweites Speisehaus. Weil wir produzieren sehr gut Essen, das muss nur umgesetzt werden. Oh, Kacke, ist das groß. Haben wir noch irgendwo Wärme? Das hier dürfte passen. So, Dampfmauerbohrer ist erforscht. Der wird sofort aufgewertet. Und jetzt forschen wir die Differenzmaschine. Damit wir doch die besseren Upgrades machen können. Ihr habt immer noch nichts zu tun, ne? Wenn ich euch entlasse, arbeitet ihr denn... Baut ihr denn schon? Noch nicht, ne? Wieso baut ihr nicht? Wieso wird jetzt nicht gebaut? Oh, es wird gebaut. Sorry, tut mir leid, Leute. Ich hab's übersehen. Ich habe übersehen, dass ihr hier unten baut. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So, der Dampfmauerbohrer ist da, produziert 15 Holz die Stunde, das ist ganz gut, das sind immerhin 360 die Stunde oder so, keine Ahnung, der Tag. Und die Lager sind auch bald fertig. Wir haben jetzt schon fast 8000 Kohle, es geht voran, Leute, es geht voran, wir haben die auf den Sturm vorbereitet, haben wir schon fast geschafft. Sehr gut, sehr gut. Erstmal hier erstmal die Eingliederung erforschen. Und wir könnten noch einen weiteren bauen. Weil ich gerade überlege. Doch, doch, wir brauchen. Wir brauchen weitere Automatone. Weil ich hier die Überstunden ausschalten kann. Das reicht doch, wenn die das rund, wenn die in der normalen Arbeitszeit das schaffen. Und wir können den hier drauf zum Beispiel ansetzen. Und wir müssen ja auch noch bedenken, dass wir zwei Automatone verbrauchen, wenn wir die Nahrungsmittel hinschicken. Und das geht langsam vorbei hier. Da ist der Balken schon ganz schön klein geworden.
könnte den natürlich auch in das Essen, in die Speisehaus setzen, dass der da rund um die Uhr arbeitet und das Essen verarbeitet, was wir herstellen. Was die anderen Automatone herstellen. Schöner Kreislauf dann, ne? Die Automatone erstellen Rohnahrung, was sie dann zu richtigem Essen umwandeln. Ist eigentlich eine schöne Idee. Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee, fällt mir gerade auf. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Kohle. Auch hier bitte Suppen herstellen. Und wir brauchen vielleicht mal ein Rohstoffdepot für die Rohnahrung, wenn ich das richtig sehe. Meine Güte. Das wird so knapp. Noch 3 Tage. Und wir haben noch nicht mal den dritten Teil. Wir wissen noch nicht mal, was als drittes kommt. Ich habe keine Ahnung, was die dritte Aufgabe ist, die sie von uns... die sie uns entgegenwerfen. Meine Güte, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich meine, hier arbeiten jetzt ja... gleich die normalen Leute. Und hier arbeitet der Automaton rund um die Uhr, macht 40 Nahrung die Stunde. Und die machen, na, wie viel machen die? Ja, wie viel? Okay. Es wird gar nichts angezeigt, wie viel das pro Stunde sind. Interessant. 50. 50 die Stunde. Das ist schon nicht so wenig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Automatone-Effizienz auf 80% gesteigert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neuer Hausentwurf interessiert mich gar nicht mehr, weil das ist ja einfach nur die Kosten. Speisehaus könnte man natürlich machen. Krankenhausprüfliste heilen schneller. Auch schön. Treibhauswärmedämmung. Effizienz. Generatoreffizienz. Jawohl. Den nehme ich mir noch auf, weil ich noch nicht genau weiß, was wir damit anfangen wollen. Und wieso wird hier nicht gebaut? Baut Automaton. Hä, ist der Automaton fertig? Hä, hab ich nicht gesagt, die sollen Automaton bauen? Hab ich das nicht gesagt? Shit. Gleich haben wir nämlich die 2000 Nahrung zusammen. Dann müssen wir 2 Automatone wegschicken. Die sind dann halt weg, weg, weg. Jetzt sind sie weg, weg, weg. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir nehmen dich und... Nee. Beim Holz können wir jetzt nehmen. Dich. Ihr beide, meine Freunde. Ihr zieht los. Ja. Ein Tag. Kohle für Neu-Manchester. Die Menge an gesendeten Nahrungsmitteln sollte bis zum Ende des Sturms ausreichen. Aber sie haben nicht genug Kohle für ihren Generator. Wir haben die Menge, die sie vermutlich brauchen werden, durchkalkuliert. Es sieht nicht gut aus. Versuchen wir unser Bestes. Kohle. Sinneswandel. Sir, die Ingenieure, die ihre Entscheidung bezüglich Neu-Manchester angezweifelt haben, sind wieder hier, um mit ihnen zu sprechen. Sie haben versprochen, sich unserer Mission zu widmen. Und sie haben ihr Wort gehalten. Es tut uns leid, dass wir an ihnen gezweifelt haben. Vielleicht haben wir doch eine Chance, ihnen zu helfen. Wir werden tun, was auch immer nötig ist. An die Arbeit. Die Effizienz von Werkstätten erhöht sich um 20%. Jawoll. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. 4 Automatone mit 6000 Kohle. Shit. Okay, wir brauchen ganz viele Infrastrukturen intakt. Du hast die Leute davon überzeugt, dass Neu-Manchester geholfen werden kann, ohne die Mission zu gefährden. Sie haben vollkommenes Vertrauen zu dir. Und folgen dir so lange wie nötig. Ja, follow the right rabbit.
Follow the White Rabbit. Folge dem weißen Kaninchen. Das ist eine gute Idee, das sollte jeder machen. Und dieses weiße Kaninchen hat für heute genug Gutes getan und wird jetzt erst einmal für heute Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hoffen mal, dass wir es in 3 Tagen schaffen, die 14.000 Kohle zusammen zu scheffeln, die wir brauchen. 14.000 Kohle. Wir müssen mehr Kohle produzieren. Wir müssen unsere Kohleproduktion irgendwie pushen. Und unseren Kohleverbrauch senken. Das wird die nächste. Das wird jetzt Fokus Numero Uno. Hätte ich von Anfang an vielleicht. Es ist halt doch ein bisschen reaktionär, was ich tue. Naja. Und es wird jetzt kalt. Scheiße, es wird richtig kalt. Kacke, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird lustig. Es wird lustig die nächsten Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!